Handschlag mit den Wählern vor der eigenen Stimmabgabe. In Rumänien will Präsident Klaus Iohannis seine Wiederwahl erreichen. Er befürwortet eine Justizreform in dem Land, das immer wieder von Skandalen um Beamte und um die öffentliche Hand erschüttert wird. Ich habe heute für ein modernes und europäisches Land gestimmt. Ich lade alle Bürger ein, die Stimme abzugeben. Es ist ein sehr wichtiger Tag. Heute sind all jene Sieger, die auch wirklich an die Urne treten. Bei Bukarests Buchmachern gilt Iohannis als Favorit, noch vor seiner Konkurrentin, der ehemaligen Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă von den Sozialdemokraten. Ich habe gewählt, damit Rumänien weiter vorangehen kann. Wir wollen nicht zurück in eine Zeit, in der es keine Rechte und keine Freiheiten gab, weil nur ein Mann alle Macht in Händen hielt, sagte Dăncilă mit Anspielung auf die rumänische Diktatur. Auch unter ihrer Führung hatte Rumänien die Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption zurückgeschraubt. Die Unabhängigkeit der Gerichte wurde geschwächt. Brüssel hat dies mehrfach getadelt. Klaus Iohannis darf auch als Favorit der europäischen Partner gelten, wird ihm in diesen Fragen doch eine härtere Haltung nachgesagt. Er war Bürgermeister von Sibiu und trat sein Amt als Staatspräsident im Jahr 2014 an. In dieser Position ist er Staatsoberhaupt, ernennt den Ministerpräsidenten und ist Oberbefehlshaber des Militärs.